السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ضياء عبد الله بقسم قصص الأطفال. أخذنا آخر قصة غابونسل، وصلنا لعند بعد ما دخل الزوج، وصلنا لهون. زي جاب مرته، يعني زي جاب كاينة غوة، بس أم أبند فيدا über die Mauer stieg und zu dem Bett ging. Als sich umblickte, als sich umblickte, erschrak er. Denn plötzlich stand vor ihm die Zauberin und blickte ihn böse an. Wie kannst du es wagen, heimlich in meinen Garten zu steigen? Willst du meine Rapunzeln stehlen? Stehlen, yani yasruk. Wie ein gemeiner Dieb, gemein, haqir, dani, Dieb, harami. Das sollst du bereuen. Bereuen, yende. Ach nein, rief der Mann, seid bitte nachsichtig. Nachsichtig, mutasahel, mutasamah. Ich habe mich doch nur aus der Not heraus dazu entschlossen. Ich habe mich doch nur aus der Not, heraus dazu entschlossen. Meine Frau hat eure Rapunzeln gesehen und ein solches Verlangen, danach bekommen, dass sie glaubte, sie werde krank, wenn sie nicht davon zu essen bekommen. Da verrauchte der Zorn, der Zauberin, Genitiv, der Zorn der Zauberin, und sie sprach, nun gut, wenn es sich so verhält, yani, إذا كان هذا هو الحال, dann darfst du so viel und so oft Rapunzeln aus meinem Garten haben, wie du willst. Aber eine Bedingung stelle ich. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau bekommen wird. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau bekommen wird. Es soll ihm gut gehen und ich will mich darum kümmern wie eine Mutter. Der Mann gab ihr in seiner Angst dieses Versprechen. Nachdem seine Frau das Kind auf die Welt gebracht hatte, erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kind den Namen Rapunzel. Die Zauberin gab dem Kind den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Fortnehmen, selber. Und nahm es mit sich fort. Als Rapunzel heranwachsen, yani nama, kabura, tarara. Als Rapunzel heranwuchs, wurde es das schönste Kind unter der Sonne. Das schönste an ihr waren ihre langen goldenen Haare, die in der Sonne glänzen, yastorn, yelma, wie gesponnenes Gold, gesponnen, yani mensuj, gesponnenes Gold. Bekäfe, jo? Schon kochäbe wieder, jä. Sera.